Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos auf Deponia. Ja, wir sind im Gadget-Shop und wir sind zumindest schon so weit gekommen, dass wir diesen goldenen Drachen der Unsichtbarkeit bekommen haben. Und jetzt schauen wir uns den mal an. Was? Was? Nee. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Nee. Aua. Rufus, pass doch auf. Können wir die jetzt mitnehmen? Tatsächlich. Super. Noch irgendwas? Au. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Okay, das kann er also nicht mitnehmen. Ja, dann verlassen wir jetzt den Gadget-Shop, ne? Dann sollten wir jetzt alles haben. Oh, super. Das ist ja genial. Jetzt haben wir alles. Spitze. Sind wir jetzt immer unsichtbar? Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Okay. Jetzt lass mich mal raten. Da war was. Ich glaube zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ah, das ist super. Ach, wie toll. Oh, okay. Nee, da lang müssen wir nach Klein-Venedig. Falsch. Ach Gott, ich kann auch nicht mal die Melodie richtig summen. Oder summen nennt man es natürlich nicht, aber... So, jetzt lass mich raten. Wir gehen jetzt hier rauf. Ziehen den jetzt erstmal an hier. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Was? Ah, come on. Not really. Ah, Rufus, du bist so blöd. Nee, Moment, wir klopfen da noch nicht. Moment, da haben wir dieses Periskop. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Du sollst ja nicht anpissen, du Affe. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Müssen wir dann nicht das jetzt da dran pappen? Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Aber was willst du denn? Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Ja. Bin ich ja auch. Ja. Ich bin eins mit den Schatten. Push. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Nee, nicht wahr. Nicht wahr. Rufus, du bist so ein Depp. Moment, falsch. Nee, mach wieder auseinander. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Mach das wieder weg. Rufus? Oder habe ich es doch richtig gemacht? Ich glaube, ich habe es doch richtig gemacht. Ja, scheint doch richtig zu sein. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Ah, gut. Ich hab's doch richtig gemacht. Wuhu, wir sind drinnen. Jetzt können wir uns diese doofen Schnickschnack-Schnuckhände endlich holen. Oh Gott, was sind wir denn hier? Wir haben hier nur einen Vorhang, okay. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Ah, Rufus. Rufus? Ach so, da ist noch eine Tür. Okay, du hast jetzt aber Glück gehabt, Rufus, ohne Scheiß. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Mhm. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch...
Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Oh. Wink! So antworten Sie doch! Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Das glaube ich nicht. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzugeben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes? Moment, wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Die Dias sind aber ganz schön schnell gedruckt. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Ich... Verdammt. Schön gesagt, Rufus. Sehr schön gesagt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. So, hast du die Dias jetzt? Ja, die hat er. Okay. Ja, mein Knopf. Dachte ich mir fast, dass... Oh! Oh! Kitty! Ach, wie süß! Oh! Mieze! Katze! Hallo? Cletus? Nein! Hör auf! Mist! Er geht nicht mehr ran! Das sollst du auch nicht machen, du Duffy! Das wollte ich ja gar nicht!
sollst du einen Knopf drücken, den man jetzt nicht mehr drücken kann. Kitty, ach wie süß. Ja, es war süß. Yeah. Ah, jetzt ist Moment der Hund mal. Nicht mehr so süß. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Aber die Mietze ist viel süßer. Hallo? Die Mietze, guck, süßer, viel süßer. Kitty, ach wie süß. Ja, ist voll süß. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Ja, ich will Mietze. Ich will Mietze. Mietze Katze. Mietze. Komm her, bei Fuß. Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. Was? So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied Was? Ernennen. Dann wollen wir doch mal. Nee, nein, Rufus, nein, nein. Was soll das denn? Nein. Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Ja, fort. Rufus? Oh, egal. Rufus? Nein. Oh, oh. Na Rufus, wie geht's dir? Hast du Haare bekommen? Hast du geschafft? Was hast du getan? Ups. Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Oh, Boss! Oh. Und jetzt kommt der Boss. Oh, sitzt oh. meine Frisur? Na, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Oh, oh. Let the show begin. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Oh, arme Kitty, brave Kitty, 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 Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Nee. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Donner ein Angebot zu... Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Okay, Donner ist ganz Ohr. Oh ja. Könnt ihr euch die Datasetten mit dem Aufstiegscode? Ich möchte bei euch einsteigen oder ich gebe euch Geld. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner sagt nein. Donner sagt nein. Es ist ja wie Computer sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Gnade. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Moment, Moment. Ist das eine bestimmte Abfolge? Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Jetzt kommt dann gleich wieder ein Nein. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donner sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Jetzt sagt sie wieder ja. Genau. Nee, das war so ein Dingens, keine Ahnung. Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Jetzt kommt es Nein. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde?
Falsch. Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Nochmal. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Jetzt sagt sie nein. Ach, Leute! Donner sagt nein. Donner sagt nein. Dann machen wir nochmal. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Jetzt müsste das Ja kommen. Dass ich begnadigt werde? Ja. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Ah, das ist doch fies. Das ist fies. Gnade. Genau. Jetzt sagt sie Sag ja. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Erst sagt sie ja, dann sagt sie nein. Dann dass ich zu Haifischfutter ja. verarbeitet werde? Genau, jetzt sagt sie ja. Das du hast es erraten. Gewesen. Yippie! Oh, das ist schwer. Da sagt sie jetzt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Donner sagt nein. Das ist hart. Dann würde jetzt dieses Dihö kommen. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Jetzt würde sie ja sagen. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Wieso, sie macht ja jetzt wieder was. Sie sagt jetzt wieder ja und dann sagt dass sie ich nein. zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Gnade! Nein? Donner sagt nein. Jetzt kommt es die. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Ich ziehe die Frage zurück. Umso besser. Ist gar nicht so leicht. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ja, jetzt pass auf. Da sagt sie jetzt nein. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Was habt ihr denn überhaupt? Bei Gnade sagt sie ja und dann sagt sie nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. So. Vergesst es. Ich verhandle. Wie du willst. Jetzt würde sie. Ich gehe jetzt auf nur zu. Nur zu? Schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Ach, also so jetzt einfach. Bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ha, sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Da, da, da. Das finde ich toll. Mit diesem toll. Ich freue mich. Verabschiede ich mich von euch. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.